Ich freue mich, wir haben heute Abend ein Mitglied unseres Vereins begeistern können, dass er mal seine Software vorstellt, ein spezielles Tool, was im Bereich der Softwareprogrammierung, der GetCom-Programmierung gebraucht wird. Und das interessiert wohl sehr viele. Ich kann mir vorstellen, das ist deshalb für jeden spannend, weil jeder von uns ja mit einer Genealogie-Software arbeiten wird und da die eine oder andere Geschichte schon mal benutzt hat, um in GetCom einiges zu ändern, um mal zu gucken, was ist das überhaupt, was ist GetCom und wie kann ich denn mit dieser GetCom-Datei, die ich dann exportiert habe, unter Umständen umändern, einige Sachen ändern und. Diese ganzen Sachen werden wir von Peter Schulz gleich gezeigt bekommen. Und ich würde sagen, Peter, fang einfach mal an und wir sind gespannt, was mit GetTool so alles zu machen ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr viel. Ja. Ja. Okay, vielen Dank, Horst, für die einführenden Worte. Auch von meiner Seite an alle ein herzliches Willkommen. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Ich möchte Ihnen GetTool kurz vorstellen, das heißt den Leistungsumfang von GetTool. Wir werden jetzt nicht in die einzelnen Tiefen von GetTool einsteigen, weil GetTool ist da sehr vielfältig. Das würde den zeitlichen Rahmen heute Abend sprengen, sondern ich werde anhand von einem Folienbeitrag werde ich die einzelnen oder die wesentlichen Funktionen vorstellen. Zum Beginn auch ein bisschen was über GetCom selbst, damit wir dort ein kleines gemeinsames Verständnis haben. Und das Ganze werden wir mit kleinen Live-Beispielen, werden wir uns da Themen aus der Praxis mal anschauen, wie das Ganze in GetTool umgesetzt wird und wie das dann mit GetTool aussieht. Doch zum Start vielleicht noch kurz ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Peter Schulz, ich bin Jahrgang 1955, bin Wirtschaftsinformatiker von Beruf und wohne in Gingen an der Brenz. Das ist eine kleinere Stadt im Süden Deutschlands, circa 30 Kilometer nördlich von Ulm, so ganz grob an der A7, also der Bundesautobahn, die von Flensburg durchgeht bis Füssen. Und dort arbeite ich auch, bin dort beschäftigt bei einem großen deutschen Hausgerätehersteller in der IT und bin dort in der IT auch schon seit über 35 Jahren tätig. GetTool basiert auf Visual Basic und ich betreibe das eigentlich als Hobby und als Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit, denn mit Visual Basic habe ich eigentlich beruflich überhaupt nichts zu tun. Aber mir macht das Programmieren Spaß und da finde ich, GetTool ist ein ganz netter Ausgleich. Die Genealogie als Hobby betreibe ich seit 1999. Ich bin dazugekommen als ein Onkel damals, der sehr viel mit genealogisch unterwegs war, auf mich zukam und mich gebeten hat, die Daten von seinem Genealogieprogramm, das veraltet war, umzustellen, ob es eine Möglichkeit gibt, mit den Daten entsprechend umzuziehen auf ein neues Programm. Das alte Programm hatte nicht mal eine GetCom-Schnittstelle, aber es hatte eine Access-Datenbank und die Daten innerhalb von einer Access-Datenbank, die lassen sich ja relativ leicht tabellarisch darstellen, also auch mit Excel. Und so ist die Idee damals geboren, ihn da zu unterstützen und mit Hilfe von kleinen selbstgeschriebenen Makros seine Daten GetCom-gerecht umzusetzen, damit die Daten damals, das war damals für das Programm PAF, entsprechend umgesetzt werden konnte. Und diese Makros sind dann eben mit der Zeit gewachsen, es wurde umfangreicher und dann haben wir angefangen, das Ganze eben auch sagen wir mal, zu vertreiben oder als Programmlösung. Und so ist eben in den 20 Jahren das Ganze an Funktionen derart gewachsen, so wie es eben heute, der Funktionsumfang, der dann heute da ist. Genealogieprogramme verwende ich als Hauptprogramm WebTrees. WebTrees ist ein webbasiertes Genealogieprogramm. Als Desktop-Programm setze ich Aegis ein.
Auf dem iPhone und auf dem iPad habe ich das Mobile Family Tree und als genealogisches Hilfsprogramm für Stammbäume nutze ich den Stammbaumdrucker. Meine genealogische Webseite, falls Sie einen interessiert, ist familie-schulz.name und das Ganze ist bei genonline.de gehostet. Das ist ein zweites Steckenpferd oder Projekt von mir, dass ich für Webtrees hier ein Webhosting-Paket anbiete. Aber das soll nicht das Thema des heutigen Abends sein, sondern wir wollen uns ja heute mit GetTool und GetCom beschäftigen. Ja, was ist GetTool? GetTool ist eine Sammlung von Excel-Makros zur Bearbeitung von GetCom-Dateien. Das heißt ganz einfach gesagt, mit GetTool können GetCom-Dateien eingelesen werden und in Tabellenform spaltengerecht dargestellt werden. Innerhalb von Excel kann man dann bequem die Daten ändern, man kann sie ergänzen, nachbearbeiten, beliebig auswerten. Und nach Abschluss dieser Tätigkeit kann man aus diesen Tabellen wieder eine GetCom-Datei zurückschreiben. Das ist also einmal die Grundfunktion und das Ganze wurde dann eben noch erweitert. Es gibt Analysemöglichkeiten, es gibt Listen, die man hier basierend mit GetTool erzeugen kann. Es gibt Analyseprogramme, um zum Beispiel die GetCom-Datei grammatikalisch zu prüfen, um sie inhaltlich zu prüfen. Das heißt, stimmen die Geburtsdaten oder gibt es dort Abweichungen, dass zum Beispiel eine Mutter vor der Geburt des Kindes gestorben ist und solche Dinge. Da wird also auch geprüft auf Logik. Es gibt hier die Möglichkeit, GetCom-Dateien zu reduzieren. Das heißt, wenn ich im Datenaustausch bestimmte Informationen nicht weitergeben möchte, dann kann ich bestimmte Kennzeichen, Spalten definieren, die dann eben entsprechend gelöscht werden. Und wenn ich das dann eben öfters mache, ist es natürlich wesentlich handhabbarer, wenn das eben automatisiert abläuft, wie wenn ich jedes Mal von Hand die ganzen Daten nachbearbeiten muss. Ich kann auch mit GetTool ganze Kirchenbücher erfassen. Das heißt, es gibt sogenannte Templates, Vorlagen zur Erfassung von Kirchenbüchern für Taufen, für Heiraten, für Sterbedaten oder auch für Adressbücher oder auch ein reines Personenblatt, wo eben alle Daten einer Person entsprechend erfasst werden können. Und GetTool wird auch zunehmend genutzt für eine GetCom-GetCom-Konvertierung. Das heißt, wenn jemand mit seinen GetCom-Daten umziehen möchte, von einem Programm zu einem anderen. Es haben ja nicht alle Programme den gleichen GetCom-Umfang im Einsatz. Es gibt auch GetCom-Dialekte, die dann eben programmspezifisch sind. Und hier kann dann eben GetTool eine gute Unterstützung sein, eben diese Daten automatisiert umzusetzen und wird auch gerne genutzt. Jo, so. Ein paar Worte zu GetCom. Was ist GetCom? GetCom ist ein textbasiertes Datenformat zum Austausch der Daten zwischen verschiedenen Genealogieprogrammen. Es wurde 1984 von den Mormonen entwickelt und hat sich mittlerweile eigentlich zum Quasi-Standard erhoben. Die aktuelle GetCom-Version ist die Version 5.5.1 und die wurde offiziell in 2019 released oder veröffentlicht. Die GetCom-Dateien sind textbasiert, das heißt, man kann sie also auch mit jedem normalen Texteditor öffnen und auch lesen. Die GetCom-Dateien haben die Dateiendung .get. So ein paar Worte oder mal kurz eine Einführung, wie GetCom oder eine GetCom-Datei aufgebaut ist. Eine GetCom-Datei besteht aus verschiedenen Records oder verschiedenen Sätzen. Es gibt einen Kopfsatz, der Daten über die GetCom-Datei selbst enthält. Das heißt, welche GetCom-Version liegt hier zugrunde, welcher Zeichensatz wurde hier verwendet. Es gibt einen Verweis auf den Verfasser dieser GetCom-Datei, auf den Submitter. Und dann gibt es in der GetCom-Datei Personensätze. Also das heißt, Sätze zu den einzelnen Individuen. Dann haben wir in GetCom die Familiensätze. Das heißt, dort werden Ehen und Kinder dokumentiert. Dann gibt es noch Quellensätze. Es gibt Sätze für Notizen. Es gibt Sätze für Repositories, das heißt für Archive, wo die Quellen gelagert sind. Und es besteht auch die Möglichkeit, abweichend vom GetCom-Standard eigene Satzarten zu definieren.
die aber dann vom Aufbau her mit einem Unterstrich beginnen müssen, damit man sieht, das ist ein Satz, der eben nicht durch den GetCom-Standard definiert ist, sondern eben Programm- oder User-spezifisch ist. Und eine GetCom-Datei wird dann grundsätzlich immer mit einem Schlusssatz beendet. Ein Satz innerhalb einer GetCom-Datei beginnt immer mit einer Null, das ist also diese Hierarchieebene, und mit einer eindeutigen ID. Hier am Beispiel dieser Personensatz von dem Max Mustermann, der hat also diese ID, I1, und in GetCom sind diese Cross-Referenz-IDs grundsätzlich hier mit diesem Klammeraffen oder mit diesem Add-Kennzeichen eingeschlossen. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir also hier einen Head-Satz, wir haben drei Personensätze und einen Familiensatz und wir bilden hier eigentlich ab. Es gibt eine Person, die heißt Erika Gabler, die ist mit einem Max Mustermann verheiratet und die Eheleute haben eine gemeinsame Tochter, Christiane. Das ist also, was man jetzt hier sieht, ist eigentlich schon eine vollwertige GetCom-Datei, die eigentlich von jedem Programm eingelesen werden kann und eigentlich auch verstanden werden muss. Dann ein GetCom-Satz besteht aus mehreren Zeilen. So, und jede Zeile besteht aus einer Ebenennummer und einem Kennzeichen und einem Datenteil. Die Ebenennummer sagt aus, zu welcher darüberliegenden Ebene gehört diese Zeile. Das heißt, zum Beispiel dass die Zeile mit dem Namen auf der Ebene 1, die gehört zu dem Rekord, der davor abgebildet ist mit der Ebene 0. Das heißt, zu diesem Personensatz der Person I1. Auf der gleichen Ebene gibt es dann, also auch auf der Ebene 1, gibt es dann zum Beispiel ein Kennzeichen über das Geschlecht und über die Verbindung zu einem Familiensatz. Die Zeilen sind hierarchisch gegliedert, also über die Ebenennummer. Und Verbindungen zwischen den einzelnen Sätzen, wir sehen das hier mit dieser Verbindung zu dem Familiensatz, die beinhalten dann anstatt der Nutzdaten diese ID als Referenz zu einem anderen Satz. Ein einfaches Ereignis, wie jetzt zum Beispiel die Geburt, die hat dann auch wieder darunterliegende Kennzeichen, wie das Geburtsdatum, den Geburtsort, wie Quellen zur Geburt, wie Notizen eben zur Geburt. All das wird dann eben auf einer hierarchisch darunterliegenden Ebene entsprechend abgebildet. Und weiter unten sehen wir auch ein komplexeres Ereignis der Geburt. Da wird eben zusätzlich hier noch die GovID mit ausgegeben. Wir sehen die Adresse zur Geburt, die Adresse neben dem Geburtsort. Wir sehen hier einen Verweis zu einer Quelle, S1. Und die Quelle wiederum hat auch darunterliegende Kennzeichen. Wir sehen, in der Quelle ist die Geburt hier auf der Seite 40-5 abgebildet. Und man kann also auch hier noch eine Notiz zur Quelle hinzufügen. In dem Fall, die Geburt fand eben per Kaiserschnitt statt. So, wie sieht das Ganze jetzt in GetTool aus? Ne? In GetTool werden gleichartige Sätze in eigenen Excel-Blättern abgelegt. Bei den Blättern haben wir ganz vorne das Blattmenü. Das ist also unsere Steuerungsoberfläche. Da kommen wir nachher gleich dazu. Und dann haben wir jetzt hier ein Blatt für die Header-Daten, ein Blatt für die Submitter-Daten. Das war also zum Verfasser. Dann finden wir hier die Indie-Daten, also die für Individuals, das heißt die Personendaten. Wir sehen die Daten für die Familie, Quellendaten. Objects steht für Medien. Hier können JPEGs, also Bilder, hier können PDF-Files, hier können Word-Dokumente etc. hinterlegt werden. Und ganz am Schluss sehen wir hier noch eine programmspezifische oder nutzerspezifische Satzart, Log für Location. Diese Satzart kommt von der GetCom-L-Gruppe als Ergänzung zum GetCom-Standard, weil der GetCom-Standard heute keine Stammdaten für Orte kennt. Und darum wurde also hier eine eigene Satzart geboren. Und es gibt auch viele Programme, die heute schon also diese Log-Records entsprechend unterstützen. So, die Sätze innerhalb der Zeilen, die werden in GetTool in Zeilen abgebildet. Das heißt, wir sind jetzt hier im Personenblatt und wir sehen hier jetzt zwei Zeilen zu zwei Personen. Einmal diese Brigitte Gutedel und die Mathilde Mustermann. Und jede Person hat hier eine eigene Zeile und die Zeile beginnt immer mit der ID.
zu diesem entsprechenden Rekord. So, und die dritte Ebene, die Kennzeichen, die werden in den Spalten abgebildet. Das heißt, ich habe eine eigene Spalte für Namen, ich habe eine eigene Spalte hier für Vornamen getrennt, ich habe eine für Nachnamen, ich habe eine für den Name Type, das heißt also für den Typ zum Namen. Man kann also hier in den Get.com auch unterscheiden zwischen Geburtsnamen, zwischen Familiennamen, zwischen Ehenamen und sonstige Namensvarianten. All das ist möglich durch entsprechende Kennzeichen. Die hierarchische Struktur von Get.com, die führt innerhalb von Get.Tool zu mehreren Überschriftszeilen. Wir haben vorhin gesehen, auf der Ebene 0 war der Rekord. Der Rekord ist hier in dem Excel-Blatt abgebildet. Das heißt, ich habe ein Blatt nur mit den Personen. Dann die nächste Ebene war auf Ebene 1 das Kennzeichen zum Beispiel mit dem Namen. Und auf der Ebene 2 unterhalb vom Namen war nochmal differenziert zwischen Vornamen und Nachnamen. Und das wird dann hier innerhalb von Get.Tool über differenzierte Überschriftszeilen abgebildet. Es gibt auch Kennzeichen, die mehrfach vorkommen können. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Wohnort zu einer Person. Das wird abgebildet in dem Kennzeichen Residenz. Und eine Person kann ja durchaus im Laufe ihres Lebens an mehreren Wohnorten gewohnt haben. Und drum gibt es natürlich dann auch mehrere RES-Spalten oder RES-Einträge innerhalb einer Get.com-Datei. Diese werden innerhalb von Get.Tool durchnummeriert. Das heißt, der erste Eintrag heißt jetzt hier oben, man sieht es in dem Beispiel, Name. Und ab dem zweiten Vorkommen gibt es dann dieses Nummernzeichen und mit einer fortlaufenden Nummer, also Name 2, Name 3, Name 4, Name 5. Da ist also nach oben, gibt es da gar keine Grenzen. In dem Fall hier haben wir also hier bei dem Namen unten die Person Mathilde Mustermann, das ist der Geburtsname. Und da wird eben jetzt hier zusätzlich noch der E-Name als Mathilde Schüchter abgebildet. Ja, das waren wir soweit mal kurz als Einführung zu Get.com. Und jetzt gehen wir mal ins Get.Tool-Programm und schauen uns das mal an. Da wechsle ich mal direkt gleich in das Programm. So, das ist also, wenn man Get.Tool neu startet, sehen Sie hier unten nur ein einziges Blatt. Das ist also hier diese Steuerungsebene, hier Menü genannt. Und hier gibt es unterschiedliche Schaltflächen, mit denen dann diese einzelnen Makros oder Funktionen angestartet werden können. Sie werden sich jetzt natürlich wundern, warum sind jetzt hier so viele ausgegraut. Das ist also jetzt kein Bug oder Programmfehler, sondern es werden nur die Schaltflächen aktiv angezeigt, für die auch die notwendigen Daten zu dem aktuellen Zeitpunkt vorliegen. Da hier noch keine Get.com-Datei eingelesen ist, wird also hier nur angeboten, eine Get.com-Datei einlesen, eine Get.com-Datei analysieren. Man kann auch XML-Datei einlesen, und zwar spezielle XML-Dateien, die sich aber bisher auf dem Markt noch nicht durchgesetzt haben. Es gab mal, glaube ich, das war im Jahr 2000 oder ein bisschen später, gab es einen Entwurf von den Mormonen für eine XML-basierte Get.com-Version. Die ist also über den Entwicklungsstadius, aus dem Draft-Status überhaupt nicht, hat sich da nicht weiterentwickelt. Und seitdem wird es eigentlich auch hier kaum genutzt, diese Möglichkeit, auch XML-Dateien einlesen. Aber theoretisch wäre das möglich. So, und dann sehen wir hier noch Quelldatei einlesen. Das ist auch eine Möglichkeit, die wird eigentlich zur Verkartung benutzt. Das heißt, wenn ich innerhalb von Excel Kirchenbücher verkartet habe und möchte die dann in eine Get.com-Datei umwandeln, gibt es hier auch einen entsprechenden Ablauf. Und da ist der erste Schritt dazu, dass diese Quelldatei eingelesen werden muss. Die Funktionen hier, die sind gegliedert. Das heißt, ich habe hier oben in der ersten Reihe alle Funktionen, die benötigt werden für den Import und für den Export von Get.com-Dateien. Dann auf die flache Liste gehe ich nachher ein. Dann gibt es hier Funktionen zum Vergleichen von Get.com-Dateien, zum Abgleichen, zum Zusammenführen. Dann haben wir hier verschiedene Listen und Auswertungen. Und dann ein Sammelsurium an nützlichen Funktionen, auf die wir nachher auch nochmal eingehen. Sie werden sich natürlich fragen, Get.com-Dateien vergleichen. Ich kann ja hier nur eine einlesen. Das heißt, wenn die erste Datei eingelesen
ist, gibt es hier unten einen Button, um eine zweite GetCom-Datei einzulesen. Und sobald diese zweite Datei dann auch verfügbar ist, werden dann eben zusätzliche Funktionen freigeschaltet, um die beiden Dateien zum Beispiel zu vergleichen oder zusammenzuführen. Der erste Button benötigt, um eine GetCom-Datei einzulesen. Das heißt, wenn ich diesen Button drücke, dann wird nach einem Importverzeichnis gefragt. Ich wähle die entsprechende GetCom-Datei aus dem Verzeichnis aus. Und es werden dann die Daten in eine entsprechende Tabellenstruktur umgesetzt. Beim Einlesen habe ich auch die Möglichkeit, sogenannte Continue-Zeilen zusammenzufassen. Continue-Zeilen werden hauptsächlich benötigt oder werden genutzt bei Note-Records, das heißt also bei Sätzen zu Notizen. Und zwar sind dann die einzelnen Zeilen, die sind innerhalb dieser Notiz, werden dann in eigenen Continue-Zeilen innerhalb von GetCom abgebildet. Das ist natürlich dann sehr mühsam, wenn so eine Notiz 30 Zeilen hat, dass ich dann diese Notiz hier über 30 Spalten abbilde und ist es also dann relativ schwer lesbar. Drum werden die zusammengefasst innerhalb einer einzelnen Zelle. In einer einzelnen Excel-Zelle kann ich also hier bis zu 30.000 Zeilen kann ich da theoretisch abbilden und es ist dann also wesentlich besser handhabbar und lesbar. Und bei der Ausgabe der GetCom-Datei werden dann diese Zeilen wieder entsprechend aufgetrennt und bilden nachher wieder eigenständige GetCom-Zeilen. Es gehen also keine Informationen verloren. Das heißt, wenn Sie eine GetCom-Datei einlesen und direkt wieder auslesen, dann hat die neue GetCom-Datei das gleiche Format und die gleiche Anzahl von Daten wie die ursprünglich importierte Datei. Dann gibt es hier noch eine Funktion Bildung von Containerspalten. Das rührt noch aus der Vergangenheit, weil bis einschließlich Excel Version 2003 konnte man in Excel maximal nur 256 Spalten darstellen und ca. 65.000 Zeilen. Seit Excel 2007 besteht die Möglichkeit, über 2.500 Spalten und abzubilden und über 1 Million Zeilen. Das ist relativ groß, besonders in der Kombination. Also wenn ich 1 Million Zeilen habe und dann auch noch weit über 1.000 Spalten, dann habe ich ja über 1 Milliarde Zellen. Und dann tut sich Excel natürlich auch ein bisschen schwer und gerät dann intern an seine Speichergrenzen. Aber rein theoretisch ist es möglich. Und in der Vergangenheit gab es dann eben diese Funktion mit diesen Containerspalten, dass eben, was über 256 Spalten hinausging, zusammengefasst wurde in einer gemeinsamen Spalte und bei der Ausgabe wurden dann diese Daten einfach wieder dazugemischt. Und somit gingen also keine Daten verloren und man konnte Excel oder GetTool trotzdem nutzen, auch wenn mehr als 256 verschiedene Spalten benötigt wurden. Dann haben wir hier eine Funktion zum GetCom-Datei analysieren. Das heißt, die GetCom-Datei wird eingelesen. Es wird keine Tabellenstruktur aufgebaut, sondern es wird nur die Struktur und die Kennzeichenverwendung analysiert. Das diente damals auch zur Vorbereitung der Containerspalten, weil ich habe erst mal geguckt, wie viele Spalten habe ich überhaupt. Dann habe ich geguckt, welche Spalten werden nicht benötigt. Habe die in der Analysedatei entsprechend gekennzeichnet. Und wenn dann der Import nochmal lief oder beim zweiten Lauf vom Import, hat er dann eben diese nicht benötigten Spalten in die Containerspalten verschoben. So, bei der Ausgabe von GetCom-Dateien wird wieder eine Get-Datei geschrieben. Die Continue-Zeilen, wie gesagt, die werden aufgelöst und ebenfalls die Containerspalten werden wieder an die richtige Stelle eingearbeitet, sodass eben hier kein Datenverlust passiert. So. Ist die erste Datei eingelesen, gibt es hier in der Spalte Vergleichen, Abgleichen, Zusammenführen auch die Möglichkeit, eine zweite GetCom-Datei zum Vergleich einzulesen. Und mit der Funktion GetCom-Dateien vergleichen habe ich eben frei wählbare Vergleichskriterien, wo ich eben Vergleich auf Satzebene durchführen kann. Und die Änderungen, die sind dann farblich markiert. Das heißt, es werden nur die Sätze angezeigt, wo überhaupt Änderungen vorkommen. Und innerhalb des Satzes sind dann diese Kennzeichen und die Daten, die unterschiedlich sind,
ja, gelb markiert, sondern das heißt, sie eigentlich einem sofort ins Auge fallen. Bei den Listenauswertungen, ich habe schon erwähnt, es besteht die Möglichkeit, eine GetCom-Datei inhaltlich zu prüfen. Das heißt, in Abhängigkeit eine Prüfung von Datumsabhängigkeiten. Bei Abweichungen wird eine Fehlerliste geschrieben. Das heißt, es wird ein neues Blatt erzeugt und in diesem Blatt werden dann diese einzelnen Fehler aufgelistet, sodass man die nachher auch bequem abarbeiten kann. Es gibt die Möglichkeit, eine GetCom-Datei grammatikalisch zu prüfen. Hier wird aktuell eine Prüfung auf Basis von GetCom-Version 5.5.1 durchgeführt. Ist aber theoretisch möglich, auch also eine Abgleichdatei zu machen für einen bestimmten GetCom-Dialekt und es entsprechend anzupassen. Auch dass die Grunddaten für diese Prüfung, die stehen auch in einer separaten Tabelle. Die kann also jederzeit abgeändert werden und ergänzt werden. Bei den Listenauswertungen, man kann hier eine Namen-Orte-Liste erzeugen, eine Teenie-Tafel. Das heißt, es werden alle Namen, die in der GetCom-Datei vorkommen, aufgeführt mit den Orten, wo entsprechende Ereignisse zu diesen Namen stattgefunden haben. Und es wird auch der Datumsbereich ausgewiesen. Das heißt, ein Name Müller in Köln kommt in der GetCom-Datei vor zwischen 1786 und 1899 zum Beispiel. Eine relativ neue Funktion ist die Liste aller Ereignisse. Man kann hier alle Ereignisse auflisten und selektieren, zum Beispiel nach Ort oder auch eine zeitliche Selektion durchführen. Interessant zum Beispiel, wenn man in ein Archiv geht und sich alle Ereignisse auflistet, die zum Beispiel in Köln in einem gewissen Zeitraum vorgekommen sind. Es gibt eine Funktion zum Schätzen und Ergänzen von fehlenden Datumsangaben. Das heißt, ausgehend von den Geburtsdaten, vom Todesdatum und von Heiratsdaten wird ermittelt, wann andere Ereignisse ungefähr hätten stattfinden können. Und diese Daten können dann auch in die GetCom-Datei entsprechend übernommen werden. Auf diese Art und Weise ist es zum Beispiel dann möglich, dann eben auch Todesdaten in der Vergangenheit, wo eben diese Daten nicht vorliegen, zumindest ungefähr anzugeben. Wenn diese Funktion gestartet wird, wird ein Fenster aufgeblendet, wo ich die entsprechenden Parameter eingegeben kann. Das heißt, ältestes Datum einer Person oder wann hat eine Person im Schnitt geheiratet oder jüngstes Heiratsdatum, ältestes Heiratsdatum. Und auf Basis eben dieser Angaben wird dann errechnet, ja, ein geschätztes Datum errechnet. Ja. Mit GetTool habe ich auch die Möglichkeit, in einer GetTool-Datei eigene Quellenangaben hinzuzufügen, sowohl auf Satzebene als auch auf Ereignisebene. Wenn ich zum Beispiel meine genealogische Daten an einen Forscherfreund weitergeben möchte, und kann ich eben alle Daten mit einer Quelle zur eigenen Person versehen. Wie gesagt, das geht eben auf Satzebene oder ich kann eben diese Quelle an Quellenangabe für jedes einzelne Ereignis erzeugen. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Referenznummer zu pflegen und zwar, die wird dann eben automatisch aufgebaut mit einem Nummerierungssystem nach Kekule und Saragossa. Das ist ein eigenes Ordnungssystem und ich wähle frei wählbar einen Probanden aus und ausgehend von dieser Person werden dann die Vorfahren ermittelt und von allen Vorfahren wieder die Nachkommen. Und die Nachkommen werden dann mit dem Nummerungs- oder Ordnungssystem von Saragossa durchnummeriert. Ich kann hier auch nochmal alternativ sagen, der Ehepartner wird durchnummeriert und ich kann auch die Eltern des Ehepartners ebenfalls noch mit einer Nummer versehen. Für Analysen ist es oft sinnvoll, das Datum aufzutrennen. In GetCom gibt es ja ein bestimmtes Datumsformat. Das besteht aus dem Tag, aus dem Monat, dreistellig in amerikanischer Schreibweise und dem Jahr. Und es gibt hier eine Funktion, die dieses Datumsformat eben zerlegt in einzelne Spalten nach Tag, Monat, Jahr, um dann eben zum Beispiel mit eigenen Formeln hier diese Daten zu bearbeiten und entsprechend auszuwerten. Es gibt hier auch eine Funktion für globales Suchen und Ersetzen, und zwar über mehrere Tabellenblätter hinweg.
wenn ich zum Beispiel meine Orte überarbeiten möchte, um Schreibfehler in Orten zu identifizieren oder unterschiedliche Ortssätze zu harmonisieren, ist es also hier ein geeignetes Mittel, um über alle Blätter hinweg, das heißt also sowohl in den Familiensätzen, auch in den Personensätzen, alle Ortsangaben zu selektieren und zu überarbeiten. Speziell für die Ortsdaten gibt es eine eigene Funktion seit Anfang dieses Jahres. Da wird es noch besser unterstützt. Das heißt, auch das Ergebnis wird hierarchisch entsprechend aufgebaut. Das heißt, ich kann dann hierarchisch absteigen. Das heißt, ich kann sagen, zeig mir alle Orte in Deutschland innerhalb von einem bestimmten Bundesland, innerhalb von einem bestimmten Kreis und bearbeite nur diese Daten. So, ich habe eingangs schon erwähnt, man kann auch die GetCom-Daten reduzieren und dafür gibt es auch eine Funktion zum Löschen von Spalten nach Vorgabe. Das heißt, ich kann eine Eingabedatei definieren. In der Eingabedatei sage ich, welche Spalten möchte ich in wiederkehrenden Aktionen immer wieder mal löschen. Das heißt, ich lasse diese Funktion laufen, bevor ich bestimmte GetCom-Dateien weitergebe. Und um das zu vereinfachen, geht es auch über eine Vorgabedatei, wo diese Spalten definiert sind. Bei diesen Spaltendefinitionen kann ich auch mit generischen Zeichen arbeiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, lösche in allen Blättern alle Quellenangaben zum Beispiel. Ja. Oder lösche alle Kennzeichen in einem bestimmten Blatt. Ja. Es gibt eine Funktion zum Löschen der lebenden Daten. Da wird ein Abgleich gemacht über den DET-Eintrag. Hier kann dann ausgewählt werden, ob die Daten direkt abgedatet werden sollen oder ob eine Löschvorschlagsliste erzeugt wird. Man kann ja beides machen. Man erzeugt zuerst eine Liste, guckt sich das Ganze an und sagt, okay, passt alles und lässt dann die Funktion nochmal laufen mit einem direkten Update. Die gleiche Funktionalität habe ich auch für das Löschen von nicht verwandten Personen. Denn über die Kekule und die Saragossa-Nummer kennzeichne ich hier alle blutsverwandten Personen. Ja. Und wie gesagt, ich kann ja noch hinzufügen und sagen, neben den blutsverwandten Personen möchte ich auch noch die Ehepartner mit durchnummerieren oder mit einer Nummer versehen und deren Eltern. Und wenn ich dann diese Funktion hier laufen lasse, lösche nicht verwandte Personen, dann werden eben alle anderen Personen, die eben nicht verwandt sind, nicht verheiratet mit einem Blutsverwandten oder wenn es nicht die Schwiegereltern sind, die werden dann gelöscht. Wenn so eine Funktion eben durchgeführt wird, hier löschen lebende Personen, löschen nicht verwandte Personen, dann kommt es ja durchaus vor, dass dann, sagen wir, Querverweise noch dastehen, die auf einen Satz zeigen, der gelöscht wurde. Oder ich habe verwaiste Datensätze, die vorher mal mit einer Person, also zum Beispiel einen Quellensatz, der vorher zu einer Person gehört hat, die mittlerweile jetzt gelöscht wurde. Dann gibt es eben diese Funktion, löschen fehlerhafte Querverweise und dann wird eine Konsistenzprüfung durchgeführt und es werden dann auch diese Sätze oder diese Kennzeichen, die überflüssig sind oder die auf einen Link zeigen, der nicht mehr existiert, auch entsprechend gelöscht. Eine weitere Funktion ist noch das Bilden von Familieninseln. Das heißt, hier werden Elter-Kind-Beziehungen, Ehepartner und auch assoziierte Personen berücksichtigt. Assoziierte Personen sind also Personen, die über das ASSO-Kennzeichen miteinander verbunden sind. Das müssen nicht unbedingt jetzt verwandte Personen sein, denn das ASSO-Kennzeichen kann ja auch für jede Art von Personen entsprechend verwandt werden. Das ist natürlich die Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ich gehe aber jetzt trotzdem mal kurz in GetTool rein und dann lese ich einfach mal kurz eine Datei für Sie ein, damit Sie mal sehen, wie das Ganze dann aussieht. Also mit GetTool einlesen kommt hier ein Pop-up. Es wird nach dem Verzeichnis gefragt, aus welchem ich die Datei einlesen möchte. Hier habe ich eine Muster-GetCom. Hier wird jetzt abgefragt, sollen diese Notizsätze mit dem Continue-Kennzeichen zusammengefasst werden? Und wenn ja, wie viele Zusammenfassungen soll er machen? Da ist also hier 20 eingestellt. So, das liest er jetzt ein, hat es eingelesen. Und Sie sehen jetzt hier unten eine Reihe von neuen Blättern. Das sind dann diese einzelnen Satzarten. Es gibt hier diesen Kopfsatz. Es gibt diesen Satz über den Verfasser dieser Datei.
Dann haben wir hier die Personensätze mit sehr vielen Zeilen. Das sind also alle Personen aus dieser Musterdatei. Und hier in den einzelnen Spalten die entsprechenden Kennzeichen. Beginnend hier mit Namen. Dann haben wir die immer Name 1, 2, 3. Adoptivdaten zu den Personen. Dann haben wir Geburtsdaten, also mit Birth. Dann hier auch dieses ASSO-Kennzeichen zum Assoziieren von Personen. Dann haben wir hier Geburtsdaten, haben wir jetzt schon gehabt. Dann haben wir hier Taufdaten. Wir haben Sterbedaten hier mit DAT. Wir haben die Links zu den Familiensätzen. Das sind hier mit FAM. Hier wird verwiesen mit FAM-C auf den Familiensatz der Eltern und mit FAM-S auf den Familiensatz mit dem Ehepartner. Das heißt, in dem Familiensatz F5 stehen die Eltern zur Person I1 und der Ehepartner zu I1 findet man in dem Satz F1. So, dann gibt es hier noch die Notizen und das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel für die Notizen. Ja, wenn wir uns das jetzt angucken, eine Zelle, sehen wir, das sind einzelne GetCom-Zeilen mit Continue, die er jetzt hier innerhalb von einer Zelle zusammengefasst hat. Ist also jetzt wesentlich besser lesbar, wie wenn man das jetzt hier über 10 verschiedene Spalten streut. So, dann haben wir hier den Familiensatz. In dem Familiensatz sehe ich hier die Kinder. Es kommen hier Familien mit maximal 3 Kindern vor, aber Sie können beliebig viele Kinder im GetCom-Standard abbilden. Also 99 Kinder oder über 100 ist also gar kein Problem. Wir sehen hier Daten zur Familie, hier Scheidungsdaten, dann Marriage, die Heiratsdaten. Ich sehe die Verbindung wieder zurück zum Personensatz für den Ehemann und ganz hinten in der Spalte Wife dann eben zur Ehefrau. Wo haben wir sie denn? Hier sind noch die Quellen und hier ganz hinten Wife. So, dann haben wir hier Quellensätze. Wir haben hier zu Medien, in dem Fall hier zu einem Foto. Wir haben Notizen, Records und Daten zu einem Archiv, ja, in dem Fall hier von den Mormonen. So, gehen wir wieder zurück. Flache Liste. Diese tabellarische Aufstellung, wo wir gesehen haben, innerhalb von GetTool, habe ich hier die einzelnen Sätze, Familiensätze, Personensätze in einzelnen Blättern. In der flachen Liste kann ich die wieder entsprechend aufbereiten und die ganzen Querverweise auflösen. Das heißt, ich habe in einer Zeile dann eben die Daten zu einer Person, dann die Daten zu seiner Familie mit Ehefrau, mit den einzelnen Kindern, mit den einzelnen Quellenangaben dazu, mit den einzelnen Notizen dazu. Also all diese Dinge, die wir vorher in unterschiedlichen Blättern gefunden haben, die werden hier in einer einzelnen Tabelle dargestellt. Es werden alle Querverweise aufgelöst, nur bei aufgelösten Personen wird beim Namen gestoppt. Weil sonst hätten wir natürlich hier eine unendliche Geschichte, weil wenn ich zu Personen dann wiederum die Familiensätze und von den Familien wiederum die Kinder und von den Kindern wiederum die Familiensätze auflöse, dann kommen wir irgendwo ins Unendliche und die Liste ist auf jeden Fall auch nicht mehr handhabbar. Drum bei Personen hört die Auflösung beim Namen auf, bei allen anderen Blättern wird die Auflösung zu Ende geführt. Ich habe dann auch die Möglichkeit, in der flachen Liste die Überschriften entsprechend umzuwandeln. Das heißt, wir haben ja gesehen, in der Tabelle finde ich ja diese GetCom-Kennzeichen, also Birth für Geburts und Place für den Ort. Und in der flachen Liste kann ich aus diesen Kürzeln dann wiederum entsprechende Namen machen. Das heißt, Birthplace wird dann in den Geburtsort umgewandelt. Oder solche lange Strings, das heißt, hier habe ich einen Verweis auf einen Elternsatz. Mit dem Elternsatz habe ich einen Verweis auf die Mutter und in dem Personensatz von der Mutter steht dann eben der entsprechende Vorname. Und wenn ich hier diese Funktion Überschrift in flache Liste umwandeln laufen lasse, dann steht eben in der Überschrift dieser Zeile eben nicht FAM-C, FAM-Wife und so weiter, sondern es steht Mutter-Vorname. Und das ist natürlich wesentlich einfacher zum Handhaben und diese Liste kann dann entsprechend dann auch weitergegeben werden. So, dann sind wir beim Thema Verkartungen.
eine Funktion von GetTool ist, dass ich verschiedene Excel-Erfassungsvorlagen umwandeln kann in einen GetCom-Code. Es gibt Erfassungsvorlagen für Geburten, Taufen, Heiraten, Sterbefälle, Adressbücher, Personen, Todesanzeigen und andere Erfassungsvorlagen sind ebenfalls denkbar. Und ich zeige nochmal hier kurz, wie so eine Erfassungsvorlage aussieht. Gehen wir mal hier in eine Vorlage, Template. Nehmen wir hier mal Taufen. So. Das ist also jetzt hier so eine Vorlage. In dieser Vorlage habe ich hier oben einen allgemeinen Teil. Hier kann ich Angaben machen, die dann für das gesamte Tabellenblatt gelten, damit ich die nicht jedes Mal für jede Zeile separat erfassen muss. Das heißt, Titel der Quelle, der Ort, den ich hier verkarte, oder Ort der Taufe und Ort der Quelle, die Adresse und so weiter, oder Religion zum Beispiel. Ne? Wenn ich ein katholisches Buch verkarte, dann kann ich hier oben die Religion schon mal vorgeben. Dann habe ich im Datenteil für jeden Eintrag eine eigene Zeile. Ich habe hier Daten zur Quelle, das heißt, auf welcher Seite der Quelle, auf welche laufende Nummer hat die Quelle. Ich kann hier den Text des Originaleintrages eintragen, der dann auch dann in der GetCom-Datei entsprechend umgesetzt wird. Ich habe dann, weil ich ja hier eine Verkartung für Taufen habe, hier einen Abschnitt für Taufen mit Tag, Monat, Jahr, Kennzeichen für julianischen Kalender, Taufe, Uhrzeit, Pfarrer, Hebamme, abweichender Ort, Zusatzbemerkung. Dann habe ich die Daten zum Kind selbst, Vorname, Familienname, Stammname, Geschlecht, Zusatzbemerkung. Dann Daten zur Geburt, Daten über den Vater mit Vorname, Familienname, Alter, Herkunftsort, Adresse, Beruf, Berufsort und so weiter. Das gleiche für die Mutter. Und dann Daten bis zu 4 Paten können jetzt also hier nochmal zusätzlich eben entsprechend erfasst werden, auch mit allen ihren Daten, Vorname, Alter, Herkunftsort, Adresse und so weiter. Werden mehr als 4 Paten benötigt, ist das eigentlich auch kein Problem. Dann kopiert man einfach diesen Block und nummeriert es eben hier entsprechend durch. So, das sind also jetzt die Rohdaten, die jetzt hier erfasst werden. So. Und dann gibt es diese Mapping-Daten, das heißt, wie werden diese Daten, diese einzelnen Spalten umgesetzt in einem GetCom-Code. So, und da gehen wir jetzt auch nochmal. Ja, da haben wir jetzt hier eine Mapping-Datei für die Taufen. So, das heißt, ich definiere hier vorne mein Quellfeld. Ja, in dem Fall zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal hier die Quelle-Adresse. Dann habe ich das Zielfeld in der flachen Liste. Das heißt, dieses Feld soll in der flachen Liste nachher eine Überschrift haben, Sur, Repo, Repo.name. Ja. Ich habe hier die Möglichkeit, Inhalte dieses Feldes noch zu übersetzen und ich kann dieses Feld komplettieren. Wie jetzt zum Beispiel hier bei den Quellen, es gibt GetCom-Kennzeichen, die die Rolle der Person oder die Rolle der Quelle zum Ereignis darstellen. Und da ich jetzt hier Taufen verkarte, soll dann eben diese erfasste Quelle das Kennzeichen CHR haben. Oder hier grundsätzlich, da ich ja hier nur eine einzige Quelle habe, kriegt die grundsätzlich die ID S1. Das kann ich also hier entsprechend vorgeben. Ich kann hier mit Formeln arbeiten und sagen, also in Abhängigkeit von bestimmten Daten gebe ich einen bestimmten Wert aus. Oder eben, ich kann hier, wir haben gesehen, wir haben beim Datum, habe ich eine Spalte für Tag, Monat, Jahr. Und das waren numerische Felder. Das heißt, ich gebe für den 1. Januar, gebe ich Spalte Tag eine 1 ein und in den Spalten Monat eine 1 ein. Das GetCom-Datum erwartet aber oder soll nachher eben aussehen mit 1 Jan und dann eben vierstellig das Jahr. Das mache ich eben hier, indem ich hier 3 einzelne Felder habe. Das Feld für Monat, das wird konvertiert. Das kann ich hier definieren. Aus 1 wird Jan, aus 2 wird Pep und so weiter. Und das Zieldatum hier, das Christian Date, ja, das setzt sich dann eben hier zusammen aus dem Tag, dem konvertierten Monat und dem Jahr. Die Formel hier ist ein bisschen komplizierter, weil hier berücksichtigt er auch noch,
ob er dieses Datum als julianisch oder gregorianisch kennzeichnen soll. Weil wir haben gesehen, wir hatten hier auch ein eigenes Kennzeichen oder eine eigene Spalte für den julianischen Kalender. Und wenn dort ein Eintrag gemacht wird, dann wird auch das Datum entsprechend aufbereitet. Und wie Sie sehen, für diese Mapping-Datei, hier gibt es eben auch wieder Abschnitte für Taufen, für Kind und so weiter, für die Daten. Und da wir hier völlig variabel sind mit den Zielnamen, kann man natürlich hier jeglichen GetCom-Dialekt eben auch abbilden. Drum haben wir hier auch Mapping-Dateien für Ages, für einen reinen GetCom-Standard, für PAF, für Webtrees natürlich, für FTM, im Prinzip eigentlich fast für jedes gängige Programm werden also hier eigene Mapping-Dateien angeboten. So, wieder zurück. GetCom-GetCom-Konvertierung funktioniert ähnlich. Das heißt, ich habe eine bestehende GetCom-Datei, die bilde ich ab in einer Quelldatei. Das heißt, da gibt es eine Funktion hier, Quelldatei aus GetCom erstellen. Dann nutze ich meine Mapping-Datei, um aus der Quelldatei eine flache Liste zu erzeugen. Und dann gibt es wieder diese Funktion, um aus der flachen Liste wieder eine GetCom-Struktur zu erzeugen. Dann nutzen wir also im Prinzip die gleichen Möglichkeiten wie für die Konvertierung von Excel-Daten in eine GetCom-Struktur. Der Unterschied ist, dass ich eben hier bei der Mapping-Datei dann eben sehr stark dann eben mit generischen Werten arbeite. Da habe ich nämlich hier ein Beispiel, um das mal zu zeigen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Umsetzung vom Familienstammbaum 2005 nach FDM. Hier werden zwei Felder umgesetzt. Es gibt im Familiensatz sowohl in FTW als auch in FDM die Möglichkeit, die Beziehungsrelation zwischen den Kindern und den Eltern darzustellen. Das heißt, ist die Beziehung leiblich, ist sie adoptiert, ist es ein Stiefkind, Pflegekind und so weiter. Der Unterschied ist, bei FTW in dem Programm wird es in der GetCom-Datei in Deutsch ausgegeben und es versteht FDM nicht. FDM erwartet hier den englischen Begriff. Ergo werden hier mit dieser Mapping-Datei werden alle Sätze 1:1 umgesetzt, mit Ausnahme eben hier dieser Sätze MREL und FREL. Und noch so eine Besonderheit bei FTM, wenn eine Ortsangabe von FTM einen Slash, also einen Querstrich beinhaltet, dann splittet FTM diese Daten auf und schreibt den vorderen Teil in die Description von dem Ereignis und den zweiten Teil in die Ortsangaben. Und hier wandeln wir einfach in allen Place-Angaben, also hier generisch mit dem Stern, also überall, wo eine Ortsangabe vorkommt, egal bei welchem Ereignis oder bei welchem Platz, wechseln wir hier den Slash in einen Backslash und gehen dann anschließend in FDM her und machen dann aus diesem Backslash wieder einen Slash und die Daten stehen dort an der richtigen Stelle. Das ist also auch hier so eine Möglichkeit, um die Daten sauber zu konvertieren und sauber in ein Zielprogramm rüberzubringen. Ja, zum Abschluss möchte ich hier nochmal kurz zeigen, was auch möglich ist. Ich habe einen Kunden, der hat Folgendes gemacht. Der hat aus der flachen Liste eine Steuerungsdatei genommen für einen Serienbrief und hat als Serienbrief einen Erfassungsbogen sich gemacht. Und füllt mit der flachen Liste hier einfach dann die einzelnen Felder. Das sieht recht elegant aus und recht schick aus. Und diese Blätter, die verteilt er dann eben auf Familientreffen und mit der Bitte, dass die einzelnen Personen dann die Daten ergänzen. Ja. Und auch das ist eine Möglichkeit, die man eben hier machen kann, über eine Steuerdatei und Seriendruck in Word hier solche entsprechende Blätter dann zu erzeugen. Jo, ich wollte Ihnen heute auch nur einen ganz kurzen Überblick geben, was mit GetTool möglich ist, welche Möglichkeiten ich habe, welche Funktionalitäten dahinter stehen, wie die Arbeitsweise ist. Um tiefer einzusteigen in das Mapping, ins Verkarten oder in die Konvertierung von GetCom-Dateien, ich denke, da bei Interesse können wir da gerne mal einen eigenen Workshop dazu machen. Aber ich denke, für den heutigen Tag war das jetzt schon mal an Stoff genug, besonders für diejenigen, die also jetzt hier mit GetTool noch gar nicht so firm sind und diese einzelnen Möglichkeiten bekannt haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt gerne hier im Anschluss stellen.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Sie die Fragen über das Kontaktformular auf der GetTool-Webseite stellen oder einfach ein Mail an info@gettool.de schreiben. Sie können GetTool testen. GetTool ist eine Shareware-Version oder ist eine ein Shareware-Programm. Das heißt, Sie erhalten eine Version mit vollem Funktionsumfang. Die Funktion ist nur zeitlich eingeschränkt. Das heißt, Sie haben 20 Tage Zeit, den vollen Funktionsumfang von GetTool zu testen. Und das Ganze können Sie dann auch bestellen, also die Shareware-Version, natürlich auch die Vollversion, über www.gettool.de. Dort gibt es dann so einen Reiter, glaube ich, Bestellungen. Und da finden Sie dann die entsprechenden Formulare. Ja, das war es erstmal von meiner Seite und würde sagen, Feuer frei für Fragen. Da hat man erstmal schönen Dank. Gerne. Die Ursula, sehe ich, hat die Hand oben. Ursula, ja. Mikrofon hast du an? Ja. Also auch vielen Dank für die Erläuterungen. Man merkt, dass Sie da wirklich Fachmann sind auf dem Gebiet. Ich würde gerne zum besseren Verständnis nochmal nachvollziehen wollen. Sie haben so circa, ich glaube, ich habe mir notiert Folie 8 oder so, die Daten, die Sie, oder den Datensatz. Also ich arbeite auch mit Excel und schreibe halt die Daten aus den Kirchenbüchern, die ich dann nach und nach entziffert kriege, da rein. Aber ich habe nicht verstanden, warum bei Ihnen in der Excel-Tabelle dann mehrere Tabellenblätter erzeugt werden. Das, können Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern? Ja, das ist der GetCom-Struktur geschuldet. In GetCom haben wir ja unterschiedliche Sätze oder Satzarten. Es gibt eigene Sätze für Familien, für Personen, für Quellen und so weiter. Und gehen wir jetzt nochmal rein. Und die werden eben, die Sätze werden in GetTool in den Blättern abgebildet, dann die einzelnen Personen dann in Zeilen und die GetCom-Kennzeichen in Spalten. So ist eben der GetCom-Standard aufgebaut und GetTool hält sich eben im Prinzip beim Einlesen daran. Wenn Sie natürlich alles aufgelöst haben möchten, da bietet sich dann eben an, das Ganze umzuwandeln in eine flache Liste. Und da haben wir dann alle Daten zu einer Person dann eben zusammen. Da haben Sie dann nicht unterschiedliche Blätter, sondern haben Sie nur ein einziges Blatt. Und dieses Blatt heißt Flatlist, also flache Liste. Ich glaube, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Wenn ich aktuell eine Zeile habe mit einem Datensatz und der beinhaltet, sagen wir jetzt mal 20 Spalten, habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass Ihr Programm das auf 20 Tabellenblätter aufdröselt. Ich habe es aber doch auf einem Tabellenblatt im ersten Moment vom Gefühl her übersichtlicher. Gut, dieses Aufdröseln ist natürlich erforderlich, wenn ich nachher aus der GetCom-Struktur eine GetCom-Datei erzeugen möchte. Ja. Das heißt, Daten aus der Verkartung, wo ich ja alles in einem einzelnen Blatt drin habe, eingelesen habe, dann gibt es diese Funktion Umwandeln der flachen Liste in eine GetCom-Struktur. Und die GetCom-Struktur besteht dann aber schon aus diesen mehreren Blättern und entspricht dann 1:1 eigentlich der Architektur oder der Struktur von GetCom. Und diese Daten werden dann, wenn ich die Exportfunktion mache, werden dann eben die einzelnen Blätter nacheinander ausgelesen und eben aus diesen Daten dann diese einzelnen Zeilen innerhalb einer GetCom-Datei erzeugt. Also dieses Tool dient nicht zur Datenpflege, dass man noch im Nachhinein ergänzt oder korrigiert. Ja, man kann ergänzen und kann korrigieren, aber man muss sich halt bewusst sein, wo die Daten stehen. Also mein GetTool ist kein Genealogieprogramm, es ist ein Hilfsprogramm zur Bearbeitung von GetCom-Dateien. Okay, vielen Dank. Gerne. Ja, ich habe dann auch noch mal zwei Fragen. Ja. Frage 1, Sie hatten gerade berichtet, dass man Geburtsdaten, Sterbedaten etc.
vorberechnen kann, wenn man keine eigenen Daten hat. Wie werden die denn dann nachher in GetCom und in dem weiterführenden Programm, wo GetCom dann einfließt, dargestellt? Man muss ja erkennen können, dass das kein echtes Datum ist, sondern eben ein geschätztes oder errechnetes oder wie auch immer. Ja, im GetCom-Standard gibt es ja zu den einzelnen Daten auch Datumszusätze wie apt, also about oder before oder after und so weiter. Es gibt auch Zusätze wie est für estimate und cal für calculate. Ja, das heißt, ich kann sagen, das ist ein geschätztes Datum oder dieses ist ein errechnetes Datum. Und bei der und zusätzlich wird dann das Ereignis oder wird das Datum dann noch mit einer Quelle versehen. Und in der Quelle steht drin, errechnet durch GetTool. Okay, also das wird auf jeden Fall mit. Das heißt, alle diese errechneten Daten können Sie ganz einfach über die gemeinsame Quelle wieder identifizieren. Okay. Es ist dann auch so, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine solche Datei, die solche Quellen beinhaltet, wieder einlesen, dann werden die errechneten Daten erstmal alle gelöscht und nochmal neu aufgebaut. Das heißt also, wenn die Datei lebt, kommen neue Daten hinzu, ne, die dann ein anderes Ergebnis bringen. Dann bleiben die alten errechneten Daten nicht bestehen, sondern die werden neu aufgebaut. Das heißt, man erkennt in TNG oder wo auch immer auf jeden Fall, dass das ein von GetTool ermitteltes oder errechnetes Datum ist. Ja. Okay. Zweite Frage. Mhm. Wir haben ja gerade gesehen, dass es mehrere tatsächlich Tabellenblätter gibt, Indie, Source etc. etc. Mhm. Meine Frage ist, wenn Änderungen stattfinden, wenn ich also Änderungen vornehme, mache ich das auf den einzelnen Blättern? Und bin sicher, dass es nachher auch in einer neuen GetCom-Liste zusammengefasst ist oder muss es in der Flat machen? Nee, ich empfehle das grundsätzlich in den einzelnen Blättern zu machen. Okay. Weil wenn Sie es in der flachen Liste machen, hat es zum Beispiel den Nachteil, dass in der flachen Liste Daten, die nicht mit einer Person verknüpft sind, nicht übernommen wurden. Ja, weil die flache Liste ist ja folgendermaßen aufgebaut. Ich gehe die einzelnen Personen durch und löse diese komplett auf. Habe ich jetzt aber einen Quellensatz, der aus der Historie stammt oder ein Medienobjekt, das mit keiner Person verbunden ist, würde dieses Objekt, wenn ich über die flache Liste gehe und aus der flachen Liste nachher wieder eine GetCom-Datei erzeuge, verloren gehen. Okay. Ja, weil dieses Objekt keiner Person zugehörig ist. Okay. Das würde ich auch nirgendwo erkennen. Ja, Sie würden es erkennen durch einen GetCom-Vergleich, ja. Indem Sie dann das Ergebnis nochmal vergleichen mit Ihrer Originaldatei, da würden Sie es erkennen, ja. Mhm. Und sag mal, es ist ein großer Umweg, das über die flache Liste zu machen, weil das Aufbereiten der flachen Liste kann bei großen Dateien schon mal dauern. Das Umwandeln nachher der flachen Liste wieder in eine GetCom-Struktur kann auch sehr lange dauern. Ja? Und warum soll ich diesen Umweg machen, wenn ich direkt in diesen Einzelblättern meine Änderungen machen kann? Wenn ich jetzt den Begriff Einzelblätter verwendet habe, die erste GetCom-Datei fängt der Blattname immer mit 1 an, also 1 Blank Indie und 1 Blank Fam. Wenn ich eine zweite GetCom-Datei anlese, dann heißt die eben 2 Unterstrich oder 2 Blank Fam und ausgegeben wird immer nur die erste Datei, also bei einem Export. Ich habe aber die Möglichkeit auch, die beiden Dateien zu tauschen. Da gibt es auch eine Funktion, dass ich aus der zweiten die erste mache. Und weil bestimmte Funktionen gehen eben nur auf die erste Datei und nicht auf die zweite. Also zurückzukommen auf Ihre Frage, Empfehlung, machen Sie die Änderungen, wenn es geht, direkt in diesen einzelnen Blättern. Okay. Dann habe ich gleich noch eine Frage, aber erstmal sind, glaube ich, andere dran. Ja, der Matthias, glaube ich, war der Erste. Ja, wenn ich darf.
Sie haben diesen Familienfragebogen oder diesen Personenfragebogen angesprochen, den ein Kunde von Ihnen entwickelt hat. Mhm. Ist der auch als Tool zum Benutzen oder muss man sich den selbst erstellen? Müsste man sich selbst erstellen, aber man kann den Kunden ja fragen, ne? ob er den entsprechend weitergibt. Ja. Ja, klang interessant, aber ansonsten prima, danke. Ja, gerne. Dann ist der Jürgen noch da. Dann kommen wir, schönen guten Abend. Danke für den tollen Vortrag, Herr Schulz. Meine Frage ist Excel bezogen. Excel hat doch mit Daten vor 1900 gerne mal ein Problem. Ja. Wie lösen Sie dieses Problem? Also erstens, in GetCom ist das Datum ja kein Excel-Datum, also das 12.08.2012 steht, sondern da steht ja 12. August 2012. Ja. Und es gibt eine Funktion ja dann, dass ich dieses Datum aufsplitten kann in einzelne Spalten. Und dann habe ich eine separate Spalte für Tag, für Monat und für Jahr. Auch komplexe Datumstrukturen mit von bis wird entsprechend dargestellt. Und auch diese Datumszusätze wie geschätzt oder kalkuliert oder von bis oder before und so weiter, wird dann ebenfalls in einer eigenen Spalte nochmal dargestellt. Und mit dieser Datumsauflösung kann man dann auch die entsprechenden Analysen machen und die Daten auswerten. Andererseits, es gibt ein Add-in, um auch Datumsangaben vor 1900 in Excel als normales Datumsformat zu verwenden. Und mit dem kann man dann auch entsprechend rechnen. Okay, gut, danke. Bitte. Ja, Rainer Klose, nächster. Ja, schönen guten Abend. Schönen Dank erstmal für den Vortrag. Ich hätte mir allerdings jetzt gewünscht, dass mehr darauf eingegangen werden wäre, wie ich Excel-Dateien in ein GetCom-Format bringe. Mhm. Denn ich erstelle Ortsfamilienbücher, bekomme immer mal wieder von Leuten, die früher schon mal ihre Familien erfasst haben, Excel-Dateien und würde die natürlich gerne zur Arbeitserleichterung übernehmen. Ich meine, gut, es ist natürlich ein umfangreiches Programm und wäre sicherlich, hätte vielleicht den Rahmen gesprengt, aber vielleicht könnte man zu diesem Thema eventuell nochmal irgendwie einen Abend machen. Ja, das haben wir vorhin angesprochen. Also denkbar wäre schon, dass man einfach mal für Interessenten einen Workshop macht, ja? Wie eben hier Verkartungen optimal mit GetTool unterstützt werden können. Okay, danke. Gerne. Der Christoph Rando. Ich habe eine ähnliche Frage wie der Reinhard Klose. Mich interessiert auch, ob ich eine Excel-Tabelle aus einer Excel-Tabelle eine GetCom-Datei machen kann. Ich gehe meistens hin, ich gucke mir öffentliche Stammbäume auf Ancestry an, gehe dann zum Beispiel in die Liste aller Personen und kopiere mir oder nehme die Personen in Zwischenspeicher und kopiere mir die in eine Excel-Datei. Dann habe ich also einmal Name, Geburt mit Ort, Datum und Ort und Toddatum und Ort. Kann ich daraus vielleicht eine GetCom-Datei irgendwie erzeugen? Kann man, ja. Geht das auch mit GetTool? Ja, natürlich. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine eigene Mapping-Datei für genau Ihre Vorlage, ja, wo dann Ihre Spaltenüberschriften und Ihre Anordnung entsprechend verwendet werden. Oder man nimmt eine Standardvorlage und kopiert die Daten, die Sie jetzt erhoben haben oder aus Ancestry rauskopiert haben, sagen wir, in diese Standardvorlage entsprechend rein. Das kann man ja auch über Formeln zum Beispiel machen, ja? Dass ich eben sage, ich lese in die Standardvorlage Daten aus einer anderen Tabelle rein.
Ja. Das ist so ein Thema für so einen Workshop. Ne? Genau, genau. Ich bin schon überfordert mit einer Mapping-Datei. Okay. Da waren noch so einige Ausdrücke dabei, da habe ich gesagt, was meint er jetzt damit? Und, okay. Naja, gut. Ja, man wird auch ein bisschen hier fachblind, das ist klar, wenn man jetzt die ganze Zeit mit diesen Dateien arbeitet. Für einen selber ist es natürlich völlig klar, was gemeint ist. Ne? Und ich verstehe das schon, ja. Ja, wir haben ja auch gesehen, dass das jetzt eine Stunde allein gebraucht wurde, um mal so einen Überblick zu schaffen, um den Umfang des Programms abzubilden. Da sind doch eine ganze Menge an Einzelaufgaben mit lösbar. Ja. Und die verschiedenen Sachen, die jetzt hier vorgeschlagen werden, die sind in der Tat dann über einen Workshop mal. Dass man mal sich verabredet, wann kann man mal nachmittags, am Wochenende oder irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden so einen Workshop machen und dann gezielt auf sowas eingehen. Es gibt ja auch ein Handbuch dazu. Ich glaube, da sind weit über 70 Seiten. Würde ich da zum Beispiel drin finden, wie ich sowas von Excel in GitCom umwandle? Grob beschrieben, ja. Ja. Grob, ja. Wenn man dem folgt und das mal ausprobiert mit diesen Standardvorlagen, das geht. Aber ich gebe zu, sag mal, so eine Mapping-Datei zu verstehen, ist relativ schwierig. Ich tue mich da auch manchmal schwer, weil das sind also manchmal doch ganz komplexe Strukturen, die da abgebildet werden. Ja, und da muss man sich dann wirklich ein bisschen reindenken. Ja. Ja, wir haben mehrere Wortmeldungen. Der Rainer K., dann die Helga und dann nochmal Reinhard Klose. Rainer K. als erstes. Guten Abend, ja, gut. Rainer Kinberger. Herzlichen Dank, Herr Schulze, für den Vortrag. Meine Frage wäre mehr in Richtung, wie kann man schnell kompakte Listen aus einer GetCom-Datei extrahieren, wenn ich zum Beispiel nur Name und Geburtsdatum oder Name, Geburtsdatum und Ort erstellen möchte, um schnelle Überblicke zu erhalten. Ja, man liest die GetCom-Datei ein, erstellt eine flache Liste und definiert dann über diese Funktion Spalten löschen, die Spalten, die ich nicht sehen möchte oder die weggelöscht werden sollen und lässt es dann laufen und dann werden aus der flachen Liste, man kann das ja für jedes beliebige Blatt erstellen, die entsprechenden Spalten ausgelöscht und Sie haben eine kompakte Datei, die nur die Daten enthält, die Sie sehen wollen. Okay, das Geheimnis ist Löschen der Spalten. Mhm. Ja, vielen Dank. Aber wie gesagt, eben automatisiert und vordefiniert und jederzeit wiederverwendbar. Das heißt, man macht sich eben die Mühe der Definition eben nur einmal. Mhm. Ja, vielen Dank. Gerne. Helga. Peter, ganz herzlichen Dank. War auch für mich sehr informativ. Ich habe gesehen, dass bei dir 2.8.7 drauf war. Ist das das letzte Update? Weil bei mir steht noch 2.8.4. Das heißt, das ist nur bei dir und wir haben die 4 am Ende. Also die meisten haben noch die 4 am Ende. Mhm. Zur 4 gab es jetzt noch mehrere kleinere Korrekturen oder Anpassungen. Und wenn jemand jetzt eine aktuelle Shareware-Version anfordert, der kriegt natürlich immer die aktuellste. Aber die Versorgung der Bestandskunden, das mache ich dann immer so ein bisschen periodisch, weil das ist ein Riesenaufwand, dann eben alle entsprechend zu versorgen. Und dann will ich ja sicher gehen, dass ich nicht jede Woche dann eine Datei versende, sondern die sollen ja einen gewissen Stabilitätsgrad haben. Darum lasse ich so eine neue Version dann halt erstmal so 2, 3, 4 Wochen im Feld. Und dann, wenn dann eben keine negativen Rückmeldungen kommen, dann werden natürlich auch die Bestandskunden entsprechend versorgt. Dazu passt vielleicht auch eine Frage im Chat. Was kostet die Vollversion und ist sie Aegis-kompatibel? Sie ist Aegis-kompatibel. Sag mal, sie ist GetCom-kompatibel, weil ich kann jeglichen GetCom-Dialekt abbilden, weil wir haben ja gesehen, die Kennzeichen, die werden in Spalten und umgewandelt, die einzelnen Satzarten in verschiedene Blätter und GetTool ist es völlig egal, wie diese Spalte oder wie dieses Blatt heißt. Ja. Und insofern ist eben alles abbildbar, aber Aegis hält sich ja sehr stark an den Standard und da gibt es keine Probleme. Zum Preis, GetTool kostet 30 €. Der Reinhard Klose war nochmal.
Ja, ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Bei der Umwandlung von Excel-Dateien nach GEDCOM geht es doch im Prinzip nur um die Spaltenüberschriften. Ist das richtig? Das heißt, die Spaltenüberschriften müssen GEDCOM-konform sein. Nein, müssen nicht. Die Spaltenüberschriften, die können heißen, wie sie wollen. Das wird in der Mapping-Datei wird eben definiert, welche Quellspalte soll in welche Zielspalte. Aber wenn man sich so eine Mapping-Datei anguckt, da gibt es ja noch eine Vielzahl von Feldern, die in der Verkartungsdatei oder in der Excel-Datei gar nicht drinstehen. Die ganzen Indizes, die da gebildet werden, diese Cross-Referenznummern zur Verbindung eben von Familiensätzen mit Personensätzen und so weiter, das wird alles in der Mapping-Datei entsprechend oft über Formeln bewerkstelligt. Man kann eine ganz einfache Mapping-Datei aufbauen, dass sie eben sagen, ne, aus Feld A wird Spalte B. Ja. Das ist relativ easy. Ja. Aber wenn man dann solche komplexe Strukturen anguckt, wo dann eben in einer Zeile nicht nur Daten zur Person, sondern auch Daten zu Paten, Daten zu den Eltern und von den Eltern wiederum Daten zur Heirat und so weiter vorhanden sind, dann wird eben aus einer einzelnen Zeile, aus so einer Excel-Datei, werden dann 3, 4, 5 Personen und nochmal, was weiß ich, eine Reihe von Objekten dazu. Also mit Objekten meine ich ja mit Satzarten dazu, Familiensatz, ja. Notizen, Quellensätze und so weiter. Ja, ich habe es eher an nicht an Zeilen gedacht, sondern an Spalten. Mhm. Und wenn ich doch da, ich sage jetzt mal, zum Namen halt den Given Name oder den Surname oder so und Date und so weiter eingebe, müsste das doch relativ leicht zu importieren sein. Ja, das tut's auch, ja. Dem ist so. Bei diesen Mapping-Dateien zum Beispiel, die nach GEDCOM-Standard aufgebaut sind, die nutzen natürlich den kompletten GEDCOM-Standard. Das heißt, zu jedem einzelnen Ereignis werden Quellensätze angelegt und die Quellen entsprechend verlinkt. Ja. Und das gibt natürlich dann so eine einfache Umwandlung, dass sie sagen, aus Spalte A mache ich Spalte B nicht her. Ja, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ja, schönen Dank. Ja, gerne. Aber in der im Auslieferungsumfang von GetTool gibt es auch solche Beispiele für die Umwandlung von der Flatlist in die GetCom-Struktur. Da sind einfache Beispiele drin, wie wird der Name umgesetzt, wie wird eine Familie umgesetzt. Das entspricht dann in etwa dem, was Sie jetzt gerade eben angesprochen haben. Ja, gut. Und du hast, glaube ich, auch Mapping-Dateien zum Download, ne, bei dir auf der Seite oder im Programm drin für verschiedene Software-Versionen. Jo, also mit der Shareware-Version werden alle die Verkartungsvorlagen ausgeliefert. Die sind aber auch frei downloadbar auf der GetTool-Seite. Also man muss nicht jetzt GetTool-Kunde sein oder das GetTool-Programm haben, um diese Verkartungsvorlagen zu nutzen. Die sind also frei verfügbar auf der GetTool-Seite. Und bei den Mapping-Dateien ist es so, für GetCom-Standards, also nach 5.5.1, und für PAF, diese Mapping-Dateien, die sind bei der Shareware-Version auch mit dabei. Um jetzt Mapping-Dateien für Ages, für GES, für WebTrees, für was weiß ich was, oder FTM, Family Tree Maker, oder GFA und so weiter, runterzuladen, die stehen im Forum, aber man muss dort eine entsprechende Berechtigung haben und diese Berechtigung, für diese Berechtigung sollte man GetTool-Kunde sein. Ja, das heißt, wer eine Vollversion hat, kann auch jegliche Mapping-Datei dort sich herunterladen. Ich habe jetzt auch eine Funktion geschrieben, gerade auch für die Verkartungen, dass Sie reine Datumsfelder, also Excel-Datumsfelder ebenfalls entsprechend umsetzen können. Das heißt, da haben Sie eine Spalte, wo Sie ein Excel-Datum drin haben, 8. April 2021. Und das wird dann entsprechend sauber analysiert und umgesetzt. Wir haben eine Menge jetzt Wortmeldungen. Ganz oben war, glaube ich, der Jürgen.
Ja, ich bin das wahrscheinlich, Jürgen Löffelwein. Ja. Also ich habe eine Frage. Und zwar, wenn ich ein Kirchenbuch indexiere und also drei Tabellen erstelle, Geburten, Hochzeiten und Sterbefälle, wie ordne ich die Personen, die da drin ja sind? Und da kann ja eine Person in allen drei Tabellen denn sein. Wie kriege ich die nachher miteinander verbunden? Es ist relativ einfach, sagen wir mal, die Personen innerhalb einer Tabelle zu verbinden, weil in den Verkartungsvorlagen gibt es auch eine Spalte Personen-ID. Das heißt, alle Einträge zu Personen, die die gleiche ID haben, die werden zusammengefasst und die Personen oder die Personenangaben werden miteinander verschmolzen. Das heißt, wenn Sie in fünf verschiedenen Zeilen oder ein typisches Beispiel ist zum Beispiel bei Taufen. Sie haben Taufen und haben immer wieder die gleichen Elternpaare. Ja, dann geben Sie dem Vater immer das Kennzeichen V1 oder V2 oder 3 oder irgendein beliebiges Kennzeichen, ist völlig egal. Es muss nur eindeutig sein. Und der Mutter geben Sie ein anderes Kennzeichen. Und bei der Umwandlung von der flachen Liste in die GEFCOM-Struktur werden dann alle Personen oder alle Records mit der gleichen ID zusammengefasst. Das ist klar, aber wie kriege ich die Eltern aus der Hochzeitstabelle hier verbunden mit den Eltern von dem Kind? Sie haben die Möglichkeit, Sie erzeugen erst drei GEFCOM-Dateien. Eine für Taufen, eine für Heiraten, eine mit Sterbedaten zum Beispiel. Ja. Und ja. Die können Sie mit GetTool ja wieder zusammenspielen, aus diesen drei Dateien eine einzige Datei machen. Ja. Dann haben Sie natürlich jetzt Personen drin in dieser Datei, die mehrfach vorkommen, aber mit einer unterschiedlichen ID. Wenn Sie dann wieder eine flache Liste machen, gibt es eine Funktion, identische Personen suchen. Da können Sie diese Selektionskriterien frei definieren. Da können Sie zum Beispiel sagen, selektiere mir alle Personen mit dem gleichen Vornamen, dem gleichen Nachnamen, mit dem gleichen Geburtsdatum und mit der gleichen Ehefrau zum Beispiel. Ja. Und dann macht GetTool einen Vorschlag und sagt, diese Personen, die könnten identisch sein und versieht die in einer separaten Spalte gleich mit einer gemeinsamen ID. So, und wenn man dann wieder daraus eine GetCom-Struktur erzeugt, dann werden diese Personen verschmolzen und zusammengeführt. Ja, also ich habe gesehen, es gibt eine Lösung und ich muss dann eben halt mal ein bisschen probieren. Dann schaffe ich das. Ja, aber es ist recht komplex, sage ich Ihnen. Also es ist auch sehr schwierig, identische Personen zu finden, besonders eben, weil die Schreibweise ist nicht immer identisch. Es gibt unterschiedliche Personen mit dem gleichen Namen, aus dem gleichen Ort. Und das ist nicht so toll, wenn man die Personen dann willst und aus zwei unterschiedlichen Personen dann eine gemeinsame Person macht. Ja, ja, ja. Und weil das schlägt sich ja dann durch. Dann hat unter Umständen diese Person war dann eben zweimal verheiratet. Ja. Und die Kinder werden zusammengefasst und. Ne? Das muss man sich halt alles vorher gut überlegen. Also ja, das ist recht schönen Dank. Das ist ein heißes Thema, also zu verschmelzen. Die Regina Schilder. Ja, guten Abend. Ich wollte nur wissen, ob Sie auch Formeln verwenden und damit sprachabhängig sind bei Excel oder? Ja. Also gerade in den Mapping-Dateien werden Formeln verwendet und damit ist man sprachabhängig. Das heißt, ich brauche ein deutsches Excel. Sie brauchen ein deutsches Excel. Es gibt rudimentär auch eine Mapping-Datei mit englischen Formeln. Mhm. Und welche Version ist die Mindestversion von Excel? 2005 oder? Rein theoretisch können Sie mit Excel 97 arbeiten. Ich würde es bloß nicht empfehlen. Also ich empfehle keine Version, die 2003 oder kleiner ist, einfach weil die Anzahl der Spalten limitiert ist auf 256. Ja. Und Sie kommen ruckzuck, haben Sie die Spaltenanzahl zusammen. Ja, gut. Vielen Dank. Gerne.
Aber vielleicht als kleiner Tipp, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, aber das war noch kurz vor dem Start der Session. Bei eBay erhalten Sie zum Beispiel ein komplettes Microsoft Office-Paket 2013 für unter 10 Euro. Nee, das ist nicht das Problem. Ich muss nur wissen, welchen Rechner ich dafür einsetze. Ah, okay. Ja. Danke. Aber das vielleicht auch als Hinweis für diejenigen, die eben mit Open Office oder so arbeiten. Ja, wer also unbedingt jetzt hier GetTool nutzen möchte, der braucht halt leider Microsoft Excel dazu, weil es eben auf den anderen also Tabellen oder Spreadsheets-Programmen nicht läuft. Dafür müsste das dort speziell nochmal neu programmiert werden. Und ja, den Aufwand, der rechnet sich nicht. Ja, da rechnet sich eher mal die 10 Euro zu investieren. Genau. Ja, wenn dann keine Fragen mehr da sind, dann denke ich, haben wir eine ganze Menge an Fragen auch klären können. Vielen Dank nochmal von meiner Seite, ne, für die Aufmerksamkeit und dass keiner eingeschlafen ist. Ja, war sehr spannend. Waren alle dabei.